Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables 4, der Orden der Rotkäppchen. Ja, wir wimmeln mal direkt los am Anfang des Spiels. Und ich kram mal alles zusammen. Ne, so wie immer einfach alles so ein bisschen, was ins Auge fällt. Und irgendwie nicht so ganz an Ort und Stelle gehört. So. Ich brauche immer noch einen blauen Stein. Und ich brauche so ein Kringeldingel. Der da? Nee, das war was anderes. Brauchte ich aber auch noch einen blauen Stein. Aber viele blaue Steine. Ich suche hier den hier. Ist der irgendwie hier dran? Nö, da war der grüne bei. Gut, dann das da. Nee? Das da. Das da. Das da. Wo ist jetzt das blaue Steinchen? Ach, das war nicht blau, eher grünlich im Wasser. Na gut. Ach so, ich bin noch gar nicht fertig. Okay, das Kringelding. Ja, okay. Das Kringelding. Natürlich. Ganz geschickt getarnt. Und schon haben wir eine Wasserkugel. Aha, aha, aha. Eine Wasserkugel. Hier strömt viel Wasser über den Felsvorsprung. Können wir denn hier jetzt noch irgendwas machen oder nicht? Kann man hier vielleicht was anhängen? Ach, wir haben aber die Uhrzeiger. Die Uhrzeiger sind ja auch mal gut. Wo war das denn nochmal mit der Uhr? Weiß es gar nicht. Hier kann man auch was reintun. Aber wahrscheinlich nichts von diesen Sachen hier, ne? Hier auch nichts. Auf dem Tisch noch was? Auch nichts. Na gut, dann war das nicht hier. Gehen wir mal da rein. Okay. Wo ist denn das mit der Uhr? Hier haben wir das. Passt die Wasserkugel da rein? Weiß immer noch nicht, was da rein soll. Ich soll hier aber was machen können. Ich soll hier was machen können. Was denn? Dieser Vorrichtung fehlt eine metallische Scheibe. Die nicht. Mehr habe ich nicht. Das Medaillon. Die. Aber metallische Scheibe ist für mich halt eher diese Dinger. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich nehme mir mal einen Tipp. Hä? Was soll denn da unten sein bei ihr? Theresa, our elder sister, did not return after a couple of weeks from her scouting patrol. She carries one of the moonstones. It is said that when all seven moonstones are joined, the world will fall into eternal darkness. The Mist Wolves would then run rampant if this were to happen. Theresa, our elder sister, did not return. Hatten wir doch schon. Was wollt ihr denn dann von mir? Wo war das mit der Uhr? Hier ist die Uhr. Prima. Dann habe ich schon mal was wieder, womit ich arbeiten kann. Kleiner Hammer und Schrankschlüssel. Tja, so ist das, wenn man immer erstmal wieder raus aus dem Spiel geht und erstmal wieder gucken muss, wo man hin soll. Schrank. War hier irgendwo ein Schrank, der verschlossen war? Echt? Ja, aber da soll ja was rein, ne? Hammer. Das wird den Spiegel kaputt machen. Bisschen heftig, ne? Nee. Vielleicht passt hier das mit dem Schwesternmedaillon rein. Ach, klar. Okay, jetzt habe ich eine Figur, einen Anker. Alle Parabeljuwelen gefunden. Aha. Habe ich das? Echt? Cool. Freue ich mich. Das erste Rotkäppchen. Gesperrt. Der Orden. Also hier habe ich irgendwie nur zwei. Gesperrt. Okay.
Was kann ich? A long, long time ago, a young orphan girl named Isabella set off for the forest to visit her grandma. Wearing her favorite red riding hood while humming a happy tune, she skipped down the forest path. As she entered her grandma's house, a wolf suddenly sprang out, slaying her grandmother. Shocked, she tried to escape, only to find that the wolf was too fast for her. As death loomed over Isabella, a hunter miraculously appeared, defeating the wolf and saving the girl's life. Feeling pity for Isabella, who just lost the last of her family, the hunter adopted her. Desiring to become stronger to prevent future tragedies, Isabella asked the hunter for training. She soon became a skillful and powerful warrior and spent many happy days patrolling with the hunter. Years passed until one day, the hunter was slain by a pack of voracious wolves. Devastated, Isabella vowed to carry on the hunter's legacy, to keep the forest safe and to protect the weak from harm. Das finde ich ja cool. Ich finde das auch gar nicht schlecht, dass jetzt hier mal vorgelesen wird. Ist gewöhnungsbedürftig, weil ich jetzt das selber sonst gemacht hätte, aber ich finde das auch mal ganz schön gemacht. Wie so ein kleines privates Märchenbuch. Und jetzt haben wir hier auch schon das nächste Wimmelbild. Das freut mich ja. So kommen wir natürlich auch weiter. Ja, jetzt fehlt mir noch so ein grüner Stein. Ist das der da? Ja. Dann noch ein Mond. Eine Art Schnecke. So ein paar rote Steinchen. Ein orangener Stein, so eine Kugel. Und wieder mal ein Kringelding. Das ist hier nicht der Reif drumherum, nein. Hab alles. Jetzt habe ich die Feuerkugel. Cool, okay. Ja, hier gibt's jetzt nichts mehr. In diesem Buch sind heldenhafte Taten der Rotkäppchen dokumentiert. Finde ich gut. Ich glaube, man kann auch noch mehr lesen im Buch, aber ich warte erstmal noch ab, dass wir das zweite vielleicht haben, damit wir so nach Reihenfolge gehen. Das finde ich von der Geschichte her dann auch ein bisschen schöner. Gut. Da fehlt die Glocke. Wo soll's denn hingehen? Nach oben. Da doch wieder rein? Echt? Nee, ich bin falsch. Bin irgendwie ganz falsch, oder? Soll ich hier hin? Ja. Was wollt ihr denn jetzt hier von mir? Irgendwas soll ich ja hier machen können. Passt die Feuerkugel hier rein? Nein. Ich wollte da bleiben. Irgendwas muss man doch hier rein tun können. Kann ich was mit dem Anker machen, oder? Die Legende besagt, dass die Mondgöttin der Menschen Mondsteine schenkt. Das sind Juwelen, die die Nacht verlängern und das singende Tageslicht hinausschieben. Aber ich kann hier auch nichts einsetzen. Also, was genau soll denn jetzt hier sein? Es wird mir hier mal angezeigt. It is said that when all seven moonstones are joined, the world will fall into eternal darkness. The mist wolves would then run rampant if this were to happen. Ich soll da hin, aber ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, was ich da machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich guck mal, was es noch gibt. Hier gibt es ein Schloss und was weiß ich. Keine Ahnung. Nee. Ich versuche das ja echt rauszukriegen hier, aber da kann man doch was in die Mitte tun. Ruth sagte mir, dass die Bindung der Mondsteine in die Nacht zunehmend verlängern wird. Beim Anblick dieser Vorrichtung scheint mir, als wären die Mondsteine bereits gebunden. Ja, aber hier ja irgendwie nicht. Und irgendwie kann man da auch was in die Mitte tun. In dieser Vorrichtung fehlt eine metallische Scheibe. Das sind aber auch Kugeln, von denen hier geredet wird. Von daher
weiß nicht. Warum wird mir da ein Ausrufezeichen angezeigt? Vielleicht kann ich ja woanders was machen. Ich habe ja jetzt auch die Erdkugel. Nee, das geht alles nicht. Es muss was anderes zu tun geben. Komisch. Ich kapiere das hier nicht. Teresa, our elder sister, did not return after a couple of weeks from her scouting patrol. She carries one of the moonstones. Also, ich bin ein bisschen überfragt. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier ist ein Ausrufezeichen. Aber manchmal trügt das mit den Ausrufezeichen auch. Ich gucke lieber mal selber noch, was es noch so gibt. An Stellen. Gehen wir mal nochmal nach oben. Gucken uns genau um. Sie wurde beim Wolfsangriff getötet. Kann man denn hier auch noch irgendwas machen? Oder... Nö. Was mache ich mit dem Anker? Die Kiste, der Spiegel... Das hatten wir jetzt schon eigentlich. Bücher. Löse die antike Vorrichtung mit Hilfe deines Mondsteins und elementären Kugeln aus. Die antike Vorrichtung. Na, das ist es wohl nicht, oder doch? Oder ich... Ich weiß nicht, ist das, wo ich halt war? Nicht hier, sondern, ja, wo das Ausrufezeichen ist. Das hier die antike Vorrichtung. Oh. Ja, eine, das ist die Vorrichtung. Dann muss ich jetzt irgendwas machen können. Wollt ihr mich veräppeln? Mit Hilfe dieser Kugeln. Aber eigentlich nicht die Kugeln, sondern die anderen. Diese Erdkugel, Wasserkugel... Dann habe ich noch eine Feuerkugel. Dann habe ich doch aber noch nicht alle, oder? Oder doch? Hä? Löse die antike Vorrichtung mit Hilfe deines Mondsteins und elementären Kugeln. Mondstein. Der ist doch weg, oder habe ich den jetzt hier, oder? Warum stehe ich gerade so auf dem Schlauch? Schrankschlüssel. Und der Tipp, der zeigt mir immer sie an. It is said that when all seven moonstones are joined, the world will fall into eternal darkness. Vielleicht dann doch hier. Would then run rampant if this were to happen. Kann ich hier irgendwas machen? Mit irgendwas anderem? Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht soll ich ihr was geben? Ey, ich stehe gerade so auf dem Schlauch, Leute. Ich hab hier gerade nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt mal einen Cut und keine Ahnung, ich guck mal, was ich machen soll. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe keine Ahnung, was man da machen soll, aber ich habe hier oben anscheinend noch was ich machen kann. Bei ihm hier, tada, da habe ich nicht drauf geachtet. Der Kopf der Statue starrt mich ausdruckslos an. Und hier kann man jetzt die Dinger, glaube ich, einsetzen. Jawohl, dann haben wir die Augen. Toll! Und jetzt haben wir das nächste Rätsel. The hunter attacked the wolf and saved Isabella, the original Red Riding Hood. Aha, überwältigt ihn damit. Oder auch nicht. Mit einer Schaufel. Mit einer Kettensäge. Das ist wohl. Mit was denn? Okay, was kann man hier machen? Kann man das irgendwie umdrehen, näher ranmachen? Ich habe eine Schaufel. Ah, ja, damit lässt sich das natürlich machen. Oder dann pfeif ihn mal her. Und fällst du rein? Ist gar nicht reingefallen. Dann müssen wir bestimmt da Äste reintun. Erstmal die graben. Äste. Dann plumpst er da rein.
Oh, und jetzt können wir ihn erschießen. Armer Wolf. He built a secret hideout high up in the trees, where he trained the orphaned Isabella. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Was ist denn das? Zauberbohnen? Ich weiß nicht, was das hier unten ist. Was das hier sein soll. Okay, nochmal die Zauberbohnen. Wasser. Jetzt wächst der Baum. Mhm. Schön. Jetzt mache ich das. Und dann erscheint das und ich pack's da rein. Isabella trained other orphaned girls to be adept fighters just like her. They became the Red Riding Hood Sisters. Voll cool mit dem Orden der Rotkäppchen. Auf einmal gibt's nicht nur eins, sondern ganz viele. So, und hier haben wir jetzt dieses Ding, was doch hier irgendwo reinpasst, aber nicht da. Es gab irgendwas anderes. Hier, genau, da passt es doch bestimmt rein. Yippie! Oh, der Wolf geht weg. Was erscheint da jetzt? Windkugel und irgendwas anderes. Ah, das Nebelreich, okay. Die Legende spricht von einem sagenumwobenen Nebelreich, das in Vollmondnächten eine Brücke in unsere Welt schlägt. Dies ist ein Muster des dortigen Palastes. Mhm. Finde ich cool. Haben wir denn jetzt alle von diesen blöden Kugeln? Klappt das dann jetzt vielleicht mal? So, kann ich jetzt da irgendwas machen? Habe ich jetzt endlich alle Elemente? Oder was? Hm. Denn das ist ja die sagenumwobene Vorrichtung. Wind, Feuer, Wasser, Erde. Fehlt denn jetzt noch eins oder reicht das hier euch mit euren Elementen? Ich würde sagen, jetzt sind doch alle da. It is said that when all seven moonstones are joined, the world will fall into eternal darkness. The Mistwolves would then run rampant if this were to happen. Ja. Jetzt bin ich an demselben Problem wie vorher. Vielleicht sollte ich aber doch noch mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht gibt's ja noch was anderes zu tun. Irgendwo anders halt. Wer weiß. Keine Ahnung. Um die Zeit totzuschlagen, damit man nicht merkt, dass ich keine Ahnung habe. Was ich eigentlich gerade machen soll. Ja, mit dem Hammer. Weiß ich auch nicht, was ich damit gerade machen könnte. Hab ich denn irgendwas noch nicht genau angeguckt hier? Also ich finde eigentlich, wir haben jetzt alles an Elementen, aber... Da muss man doch jetzt mal weiterkommen. Aber nie klappt das. Mach's einfach kaputt. Vielleicht muss man da einen bestimmten. Aber das glaube ich nicht. Tja, ich weiß es nicht. Ich werde das auf jeden Fall im nächsten Part herausfinden. Sorry, dass ich gerade zu hohl bin und nicht weiß, wie ich hier gerade weiterkomme. Vielleicht habe ich auch noch irgendeine Kleinigkeit übersehen, die ich noch erledigen muss und habe sie nur gerade vergessen. Wie, dass ich zum Beispiel nach hier hingehen soll und dahin gehen soll. Und hier natürlich noch was gibt, wo ich einen Schlüssel anwenden kann. Ja, okay, ich sag nix. Hi, was habe ich da bekommen? Mondfassung. Ach, alles klar. Ja, damit wird sich bestimmt ein Problem lösen. Alles klar. Okay, und hier können die Elemente dann rein. Okay, ich sag nix. Jetzt funktioniert's auch. Gehst du wohl da rein?
Detective, the Mist Kingdom is a very dangerous place. It is said that those who venture into its palace are never seen again. Take this Red Riding Hood robe with you. Its magical properties will prevent the Mist Wolves from picking up your scent. Good luck, Detective. Finde ich voll cool mit dieser Nebelstadt, wie die jetzt aus dem Wasser kam. Da erklärt sich natürlich auch, dass am Anfang diese Person da übers Wasser irgendwie ging. Die ist bestimmt in die Nebelstadt gegangen. Wir haben den Mondstein bekommen und jetzt freue ich mich auch aufs Weitermachen. Jetzt hat sich das mit diesen Elementen endlich hier gelöst. Okay, ich hatte halt vorher nicht dieses komische Ding hier. Kein Wunder, dass es nicht funktionierte. Aber jetzt geht's weiter. Finde ich voll cool. Bis zum nächsten Mal.